Ich war YouTuberin für viele Jahre und das heißt, ich habe mein Geld damit verdient, dass ich immer wieder vor der Kamera saß und oft, ganz oft so getan habe, als ob voller Selbstzweifel war, mich selbst nicht in den Spiegel ansehen konnte, das Haus nicht verlassen wollte, weil ich mich selbst so hässlich fand und so abstoßend fand. Ich hatte starke Schmerzen und war der Meinung, dass mein Körper gegen mich arbeitet. Die Welt außen dachte, ich wäre sehr selbstbewusst und sehr fröhlich und in Wahrheit sah es dahinter aber so ganz anders aus. Ja, meine Lebensgeschichte von Arzt zu Arzt, von Naturheilpraktiker zu Naturheilpraktiker auf sämtlichen Ebenen, Psychotherapie, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Und all das, was ich versucht habe zu machen, war alles nicht nachhaltig. Und ich bin immer wieder zurückgekommen zu diesem Schmerz, immer wieder. Jeder Heiler hat zu mir gesagt, du bist gar nicht krank. Und das habe ich nicht verstanden, hatte noch mehr das Gefühl, ich bin falsch. Weil jetzt stimmen ja auch meine Gedanken nicht. Auch irgendwie dieser Druck, ich muss was ändern, es liegt an mir und ich weiß ja gar nicht was. Bis ich dann, und das hat länger gedauert, später verstanden habe, was er in Wahrheit gemeint hat. Heilung für mich heute bedeutet nicht frei sein von physischen Symptomen, sondern das ist ein Nebeneffekt gewesen. Das war für mich eine Riesenveränderung, auch Krankheit ganz anders zu betrachten. Und die Geschichte, die ich mir erzähle, dass es die ganze Zeit der Schmerz da ist, dass sie in Wahrheit gar nicht wahr ist, sondern dass ich mir diese Geschichte erzähle. Wenn ich anfange, genau all das zu beobachten, ist das meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, der wichtigste Schlüssel, wenn du starke Schmerzen hast und sehr viel im Kopf bist, all der Abwehr vielleicht auch gegen diesen Schmerz.